Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Markus, ich bin der Gründer vom Fahrke Chef Fitbikes. Willkommen zu einer super spontanen Session hier aus dem YouTube-Studio mit meinem digitalen Paperboard. Und wir wollen heute gemeinsam einmal ein Geheimnis leaken, warum wir als Fitbikes so erfolgreich sind und warum du als lokales Unternehmen eigentlich dieses Erfolgsgeheimnis für dich adaptieren kannst. Was haben wir so erfolgreich gemacht? Fitbikes war und ist ein lokales Geschäft in Münchenberg am Laim. Keine Sau kannte das, alle sind dran vorbeigefahren. Es war ein Geheimtipp, dorthin zu kommen. Mittlerweile sind wir deutschlandweit bekannt. Viele kommen von weit her und zu uns kommen, aber noch viel besser. Es gibt mittlerweile über 20 Standorte. Wenn du das Video siehst, vielleicht sogar ein paar mehr. Wir machen gerade ein paar auf. Also sprich, wir sind richtig groß geworden. Und da war eine Sache super, super entscheidend. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dir das jetzt zeigen soll. Aber wir versuchen das einfach mal mit meinem Paperboard. Also, wenn das der Fahrradladen ist, ja, dann war der hier irgendwo in einer Straße und es war dummerweise eine Sackgasse. Das heißt, da ist keiner aus Versehen vorbeigekommen, da war zwar irgendwo eine U-Bahn, aber hier das Ding war richtig gut versteckt. Als ich damals 2015 angefangen habe, habe ich gesagt, okay, wir müssen irgendwas anders machen, denn bisher war es immer Hoffnungsmarketing. Das heißt, ich habe morgens die Tür aufgemacht und habe gehofft, dass jemand reingekommen ist. Bei schönem Wetter sind mehr Leute reingekommen, bei schlechtem Wetter sind weniger Leute reingekommen. Was spannend war und was ich auch von anderen Einzelhändlern gehört habe, ist, die meistens kamen die alle über einmal rein. Ja, also wenn du ein lokales Geschäft hast, dann ist es wahrscheinlich häufig noch so, dass ganz, ganz viele Leute auf einmal reinkommen. So, das ist ätzend, weil du musst dich dann klonen und klonen ist immer doof. Aber als ich 2015 gestartet bin, wollte ich unbedingt die lokale Welt mit der Online-Welt kombinieren. Also das hier ist sozusagen die lokale Welt, die alte Welt und das hier ist die Online-Welt, über die alle immer schimpfen. Hoffentlich sieht man das auch in der Kamera. Ja, online ist ja alles böse, gemein und die kaufen die Kunden weg und so fort. Und mein Ziel war, wie kann ich jetzt sozusagen das Gute von der Online-Welt mit dem Guten von der lokalen Welt kombinieren? Und eins war mir klar, das Internet macht es möglich, dass mich Leute irgendwie kennenlernen, auch wenn sie noch gar nicht bei mir im Laden sind. Und das erreichen wir über eine Homepage. Jetzt wird wahrscheinlich jeder lachen, wenn er sagt, ja, Homepage ist doch klar habe ich eine Homepage, klar, ist doch kein Thema, Homepage hat doch jeder. Ja. Wenn man aber mal ganz ehrlich ist, dann setzen die meisten ihre Homepage als eine Visitenkarte ein. Sprich, da ist ein schönes Logo drauf, da ist ein schöner Text drauf, da sind ein paar Bilder drauf, that's it. Wenn du sie richtig einsetzt, dann musst du ein paar Kennzahlen wissen. Zum Beispiel, ich will sie hinschreiben, kannst du eh nicht lesen, wie viele Besucher sind auf meiner Homepage? Ja? Also wie viele Besucher sind täglich auf meiner Homepage, wöchentlich, monatlich auf meiner Homepage? Und dann, wie viel davon kommen sozusagen in meinen Laden rein? Da gibt es eine Zahl, eine Conversion Rate. Ja? Also sprich, wie viel von deinen Besuchern, die hier auf deiner Homepage sind, kannst du umwandeln, dass sie in deinen Laden reinkommen? Wir machen das, indem wir sozusagen einen Termin buchen können im Laden, weil da können wir A, wissen, wann jemand kommt, was er von uns möchte, was lassen wir ihn ausfüllen oder sie ausfüllen. Aber wir können auch eine Zahl messen, nämlich, wir haben zum Beispiel jetzt 1000 Leute auf meiner Homepage täglich und davon buchen 10 einen Termin. Das wäre eine Conversion Rate von 1%. Ja. Und 1000, das war noch nie meine Zahl, war noch nie meine Stärke, aber egal. So. Wenn ich keine 1000 Besucher auf meiner Seite habe, dann muss ich mir irgendwas überlegen, um mehr als 1000 Besucher auf die Seite zu bekommen. Und das mache ich, indem ich in der schönen Social Media Welt mich bewege. Hier auf YouTube, auf Instagram, auf LinkedIn, ja, auf Google. Es gibt ja mittlerweile viele Dinge. Und da kann ich bestimmte Mechanismen in Gang setzen, um sozusagen Leute auf meine Homepage zu bekommen. Auch hier kann ich dann wieder sagen, okay, wie viele Leute sind auf YouTube, wie viele sind auf eine Homepage gekommen, wie viele sind sozusagen von da in meinen lokalen Laden reingekommen. Und das hier checken die meisten, in meiner Branche zumindest, überhaupt nicht, dass ich eigentlich ein Zahlenspiel habe. Denn mein Zahlenspiel ist, wie viel Aufmerksamkeit kann ich hier in der Social Media Welt erzeugen, kann die dann von meiner Homepage in meinen Laden bringen, dann habe ich Termine. Und wenn ich Termine habe, dann habe ich Verkäufe und auch hier habe ich wieder eine Conversion Rate. Also von 10 Terminen, die wir hier erzeugt haben, kaufen 8 Leute ein Fahrrad, dann habe ich eine Conversion, eine Verkaufsquote von 80%. Und jetzt kann ich rückwärts rechnen.
Rückwärtsrechnen heißt, ich möchte nicht nur 8 verkaufen, sondern vielleicht 800 verkaufen. Ja, wenn ich 800 verkaufen möchte, bei einer Conversion Rate von 80%, dann muss ich Summe X an Terminen haben, rechne ich hoch, Summe X an Besuchern, Summe X hier an Aufmerksamkeit. Und schon habe ich ein skalierbares, lokales Geschäft, weil ich genau rechnen kann, um gewissen Umsatz zu machen, muss ich so und so viele Termine haben, muss so und so viele Besucher haben, muss so und so viel Aufmerksamkeit haben. Das ist ein Vertriebsfunnel für ein lokales Unternehmen, was sozusagen die Online-Themen für sich nutzt. Ja? Und das ist ein Geheimnis von Fitbikes. Denn Fitbikes hat jahrelang, also ich habe von 2014, 15, 16, bestimmt 17, unheimlich viel Kohle verbrannt, weil wir hier versucht haben, irgendwie einen Funnel aufzubauen und verschiedenen Agenturen. Ich habe mit 2, 3, 4 Agenturen zusammengearbeitet, die mir das Goldene vom Kleeblatt versprochen haben. Ich habe unheimlich viel Kohle versenkt, habe den Kredit aufgenommen. Und Ende des Tages war es eine Kombination aus 2 Dingen, die dann hier zum Erfolg geführt haben, dass wir jetzt es einigermaßen gut hinbekommen. Ja, im Paragraph haben wir immer noch so Schwankungen von saisonalen oder fort, aber dieser Funnel funktioniert. Wir können hier rechnen und unsere Homepage ist nicht nur eine Visitenkarte, sondern wirklich ein Baustein eines Vertriebssystems. Und ich kann jedem lokalen Geschäft nur mal, also sich wirklich tief ans Herz legen, sich Gedanken zu machen, okay, was für ein Vertriebssystem hast du denn? Hast du im Prinzip Hoffnung, morgens Tür aufmachen, hoffen, dass jemand reinkommt? Oder hast du Prinzip System, ja, Systemvertrieb, nennen es auch die einen oder anderen. Sprich, dass du genau rechnen kannst, okay, wie viele Leute brauchen meine Homepage, wie ist meine Conversion Rate, mache ich einen Termin aus. Klar, keine Frage, kommt auf das lokale Geschäft drauf an. Ja, also alles, was sozusagen im Niedrigpreissegment ist, da ist es super schwer, weil dann lohnt sich das eigentlich im ganzen Aufwand her nicht. Also auch alles, was im Supermarktbereich ist oder alles, was sozusagen unter Daily Gegenstände sind, also wo ich sozusagen einen Bedarf habe und so, da ist es schwierig, aber alles, was so ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, ja, also wenn man sich die Fahrradbranche, du kaufst ja nicht jedes Jahr ein neues Fahrrad, leider, sondern alles, was sozusagen ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, was auch ein bisschen hochpreisig ist, da macht so ein Funnel auf jeden Fall Sinn. Also alles auch zum Beispiel im Dienstleistungsbereich. Klar, Dienstleistungshandwerkbranche ist in den letzten Jahren ja immer, hat funktioniert ohne Ende, aber auch das wird anders werden. Und genau das kann man übrigens auch bei Mitarbeitern machen, aber das ist nochmal ein anderes Video wert. Genau. Das ist einer der großen Geheimnisse von Fitbikes, dass wir hier eine Vertriebsmaschine aufgebaut haben, die wir sozusagen steuern können. Und wenn du jetzt sagst, okay, hört sich super spannend an, möchte ich auch, dann kannst du gerne unter dem Video auf den Link draufklicken. Da können wir gemeinsam telefonieren. Ja, das ist ein ganz einfaches Eintragungsformular und lass uns gemeinsam herausfinden, ob diese Vertriebsmaschine auch bei dir funktioniert. Du kannst auch ein lokales Fahrradgeschäft sein. Man guckt das auf jeden Fall. Ja? Wir können das bei dir genauso implementieren wie bei uns und wir machen das auch. Das kann aber auch ein Kfz-Betrieb sein, ein Autohändler sein, irgendwas mit Whirlpools, keine Ahnung. Also alles, was erklärungsbedürftige Produkte sind, funktioniert auf jeden Fall. Lass uns aber gemeinsam herausfinden, ob das auch bei dir funktioniert. Und wenn du jetzt sagst, okay, habe jetzt gerade den Bedarf danach nicht, aber ich finde es spannend, was du sozusagen hier auf diesen Videos erzählst, dann lass uns gerne, lass mir gerne einen Kommentar da, ein Like da, ein Abo da, damit ich sehe, okay, ich bin auf dem richtigen Weg hier. Macht gerne auch weitere Videos für euch da draußen. Und die Idee ist einfach nach und nach Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Unternehmerwelt Fitbikes zu erzählen, aber auch mal Dinge gemeinsam ausprobieren, wo ihr dann sehen könnt, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Macht also Sinn, hier auf den Abo-Button zu klicken, denn im Unterschied zum Fitbikes-Kanal kommt hier sehr unregelmäßig Videos und wenn du sozusagen nicht abonnierst und nicht die Glocke drückst, dann kann es sein, dass du was verpasst. Genau. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.